Und er, Alter, was? Hat sie jetzt ernsthaft geschwängert? Das ist doch eine Unverschämtheit. Boah, übel. Und wir haben keine Nahrung. Ich meine, what the fuck, ja? Das... Oh, sie friert dann ab in die... sie sage ich schon. Er. Kann mal bitte jemand dieses Scheißfieder wegmachen? Das ist ja ätzend. Hat der sich gerade gewehrt? Der olle Drecksack hat sich gerade gewehrt und du bist geschwängert. Du könntest hier mal ein Kind, ja, ein Nest bauen und ein Kind zur Welt bringen. Oh Mann, also nahrungstechnisch ganz, ganz tolle Sache. Oh, was bist du denn? Walrosshirsch. Der wird mir als freundlich angezeigt. Warum eigentlich? Kann man da mal, kann ich den einladen? Nee, kann ich nicht. Ich kann den höchstens jagen wahrscheinlich. Okay, Kurokir, du musst leider Gottes da raus in die Kälte und was zu futtern finden, weil hier ist echt scheiße und so. So leid's mir tut. Er friert schon, also, ah, das ist blöd. Wird jetzt wahrscheinlich dann festfrieren. Remiana. Ja, ganz toll. Und die ist auch noch blind. Oh Mann. Ich kann ja ihm hier schon mal darunter schicken, weil er wird jetzt definitiv festfrieren. So viel... Oder wird einfach erfrieren. Alter Falter, also das ist ja wirklich sauschwer. Vor allem dieses Zeug, das gibt ja nur dieses Nestmaterial, aber ansonsten... Wow, super, jetzt haben wir nur noch sie. Und die kann gar nichts machen, ja? Warte mal, wer bist du? Rala, die Rala ist festgefroren. Kommen wir irgendwie zu Rala? Nein, wir kommen nicht zu Rala. Fuck, warum? Moment mal, wenn die festgefroren ist, warum kann die sich bewegen? Wie zur Hölle geht sowas? Remiana ist eh fast tot. Ey, wie mies, warum kann sich die Rala bewegen, wenn sie festgefroren ist? Was bist du? Roroduk! Roroduk, du könntest meine Rettung sein. Warte, ja, nee, vergiss es. Ist schon vorbei. Wow. Okay, also ich muss ganz ehrlich zugeben, das Ding hat es tatsächlich in sich. Ja, das, jetzt möchte ich mir mal was anderes angucken. Tödliche Hügel, Heimatinsel. Wieso steht die Heimatinsel unter Killerinsel dabei? Tiefer Dschungel, Frostinsel, tödliche Hügel. Komm, die gucken wir uns jetzt mal an. Da bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Aber Hügel heißt für mich so viel wie, ja, viel, viel Felsen und wenig Nahrung. Möchte ich wetten. Was sind wir denn? Alter, ich spiele jetzt gerade mal eine halbe Stunde, ja? Ach, das ist hier so eine Hügellandschaft. Das ist eine tödliche Insel. Okay. Ja, ne? Okay, gut. Versuchen wir unser Glück einfach, oder? Kriege ich den... Er kriegt mich. Danke. Kannst du hier gerade mal das Viech rausziehen? Dankeschön. Dann machen wir diesen hier. Nest kann ich ja hier nicht hinbauen. Aber da kann ich ein Nest hinbauen oder auch nicht. Na toll. Ja, ich sehe schon, nahrungstechnisch schaut es hier super aus. Was ist mit dir los? Jetzt hast du schon wieder so ein Vieh drin. Ist doch nicht wahr. Und jetzt hat sie sich so einen eingefangen. Faszinierend. In der Tat faszinierend. So, wir sollten von dem Strand weg, weil irgendwie sind da ganz, ganz viele Igel. Wobei, die bringen uns ja eigentlich Nahrung. Also so gesehen nicht verkehrt, aber sie verletzen uns halt die ganze Zeit. Das ist nicht so optimal. Hallo. Versuche anzugreifen, reduzierte Erfolgschance wegen niedriger Stärke. Was? Der hat Stärke auf Stufe 3, willst mich verarschen? Sag mal, irgendwas läuft doch mit dem Spiel falsch, oder? Wer bist denn du eigentlich? Reis. Die wird ihn wahrscheinlich voll wegschnatzen. Was hast denn du eigentlich für einen Stärkegrad? Stufe 3. Hä, die haben auch Stufe 3 und kommen gegen den nicht an. Probieren wir es einfach mal mit ihr. Die kommt da auch nicht klar. Wow, super, das funktioniert ganz, ganz toll. Wie heißt denn das Viech eigentlich? Ist das so ein normaler Bierjenner? Killer-Bierjenner, okay, alles klar. Ja, der sieht auch dezent größer aus als die anderen.
Es war mir von Anfang an klar, dass da irgendwas nicht ganz stimmen kann. Oh je. ja. Ja, okay, alles klar. Bist du ein Männchen? Du bist ein Männchen, du bist ein Weibchen. Okay, ihr zwei flüchtet. So. Hier nochmal Nistmaterial mitnehmen. Irgendjemand hat sich von euch ein Egel eingefangen, das ist gut. Kommt der Bierjena hinterher? Wir wissen es nicht. Was bist du schon wieder? Wahrscheinlich wieder irgendein Streuner. So, da hätten wir nochmal ein bisschen Nahrung. Da könnten wir was aufbuddeln. Ne, ist wieder weg. Okay, warte, wer ist das Weibchen? Du bist das Weibchen. Ja, dann geht's nicht anders. Dann müssen wir leider Gottes diesen hier machen. Also, das ist ja... Oh, sind wohl doch nicht wasserscheu. Was zum Geier? Ein Dodomingo? Kann man dich essen? Offensichtlich könnte man ihn essen, wenn er da bleiben würde. Apropos, wir haben Hunger. Hier, komm. Alter, ist der schnell weg. Ja, gut. Okay, kann ich das Kind mal wegschicken? Danke. Mütterli nach vorn und attackier. Alter, du scheiß Kackvogel. Ja, krass. Krallt er sich einfach das Kind. So, hier, noch auf die Fresse und dann war's das leider Gottes. Boah, übel. Ey, das ist ja richtig übel. Das war, glaube ich, die kürzeste Spielsession, die ich jemals in Leech hatte. Okay, probieren wir gleich das nächste aus. Pass mal, Killerinseln, die hatten wir jetzt. Heimatinsel, tiefer Dschungel. Gibt es noch einen anderen Dschungel? Dschungeltor, schläfriges Schilf, Oase. Also das hier haben wir gerade, glaube ich, alles gefunden. Kleines Grün, friedliche Wiese, das Archipel, kennen wir ja alles. Machen wir mal mit der brennenden Savanne hier weiter. Ich gehe die jetzt einfach einmal durch, ja. Wir haben ja Zeit. Da bin ich eh mal gespannt, wie lange das wir überleben. Hier ja theoretisch... Ach, das ist die brennende Savanne, wo wir vorhin waren. Ja, die ist ja auch nicht ganz ohne. Haben wir Hitzeresistenz? Kälteresistenz, wow, super. Die haben beide Kälteresistenz und Hitzeresistenz. Ja, okay, dann mache ich mal diesen hier. Kannst du hier ein Nest bauen? Nein, kannst du nicht. Kannst du hier ein Nest bauen? Ja, kann sie. So. Wozu eigentlich, wenn da eins ist? Ach, weißt du. Da haben wir Nahrung, aber er verletzt sich halt dran. Braucht man da irgendwas, dass man da ohne Schaden zu bekommen was sammeln kann? Ich weiß es gar nicht. Jetzt werde ich erstmal hier das ganze Gestrüpp rausruppen. Dieses Tier schwitzt und hat daher wenig Energie. Oh, wir hätten vielleicht die Hitzeresistenz machen sollen. Pass mal auf. Was hilft dir gegen Hitzeresistenz? Der hier pusht Hitzeresistenz hoch, der mittlere Körper. Ich gehe hier mal auf den mittleren Körper. Und bei dir auch gerade mal. Das testen wir jetzt einfach mal aus. Ob das wirklich so effizient ist. Dann machen wir hier nochmal. Warte, weil sie eh im Nest bleibt. Und mit ihm suchen wir in der Zwischenzeit mal irgendwo nach Nahrung oder sonst was Brauchbarem. So, wie schaut es jetzt mit dem Kind aus? Das Kind hat... keine Hitzeresistenz. Was? Warum? Warum wird hier die Hitzeresistenz nicht weitergegeben? Das verstehe ich nicht. Der Tanu hat die Hitzeresistenz auf Stufe 3. Der hat kein Problem mit dem Wetter. Aber da tut es sich auch weh. Okay. Also das verstehe ich nicht. Ist es eigentlich jetzt ein Weibchen, was da geboren wurde? Ein Männchen? Es ist ein Weibchen. Okay. Dann können wir hier eigentlich jetzt auch gerade nochmal gucken. Was bringt denn Hitzeresistenz? Kälteresistent? Das ist nur optisch. Das bringt nichts. Augen bringen generell nichts. Riechen. Der hier pusht Hitzeresistenz hoch, aber ansonsten haben wir nichts, was die Hitzeresistenz unterstützt, oder wie? Das finde ich komisch, weil hier haben wir zumindest den mittleren Schwanz für die Kälteresistenz. Gibt es hier vielleicht ein spezielles Fell oder sowas? Das ist nur das Muster. Das ist alles noch nicht freigeschaltet.